Yo, was geht meine GTA-Freunde und auch sehr liebe Listen. Willkommen zurück zu GTA 5 Online und heute habe ich für euch einen mega, aber wirklich mega einfachen Gift Cards to Friends Glitch. Was braucht ihr für diesen Gift Cards to Friends Glitch? Selbstverständlich einen Freund. Euer Freund soll das Fahrzeug haben, welches er euch geben möchte, beziehungsweise welches ihr haben möchtet von ihm. Dann solltet ihr ein MOC besitzen, im MOC dann den kostenlosen Elegy. Dann solltet ihr noch euer Zielmodus auf freies Zielen setzen. Macht's um einiges einfacher und ihr macht das Ganze dann in einer geschlossenen Freundessitzung. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mit dem Glitch ganz easy an. Und zwar holt ihr einfach nur euer MOC raus, parkt ihn in der Nähe des Casinos, dann geht ihr einfach nur ins MOC rein, schnappt euch einfach euer Elegy und fahrt mit diesem nach draußen. Euer Freund, der dann das Fahrzeug schon hergebracht hat, welches ihr haben möchtet, steigt jetzt einfach nur in euer Fahrzeug ein, also in euer Elegy. Wenn dann euer Freund im Fahrzeug ist, geht er einfach nur her, öffnet euer Interaktionsmenü, geht auf spontanes Rennen, setzt irgendwo einen Wegpunkt hin für das Rennen und ladet dann einfach nur die ganze spielende Nähe ein. Euer Freund nimmt einfach nur die Einladung an und ihr startet jetzt das Rennen. Wenn dann der Countdown abgelaufen ist, also nach dem Go, öffnet ihr einfach nur euer Telefon und geht aus dem spontanen Rennen raus, also beendet das spontane Rennen. Jetzt fahrt ihr einfach nur mit eurem Elegy zu eurem MOC, mit eurem Freund drin natürlich, drückt einfach nur die Steuerkreuztaste nach rechts, ihr seid dann gefreezed, euer Freund steigt jetzt aus dem Fahrzeug aus, wenn er ausgestiegen ist, steigt er wieder in euer Fahrzeug ein und nun fahrt ihr zu dem Parkhauseingang. Ihr geht jetzt einfach nur her, drückt dann auf Parkhaus und nun habt ihr einen gefreezten Bildschirm. Jetzt drückt ihr einfach nur den PS oder Xbox Button, sodass ihr dann geunfreezed werdet. Und jetzt wartet ihr einfach nur für ungefähr 50 Sekunden. Wenn dann die 50 Sekunden abgelaufen sind, steigt euer Freund aus dem Fahrzeug aus. Und ihr fahrt dann automatisch mit eurem Freund im Auto in die Garage rein. Jetzt werdet ihr einen unendlich langen schwarzen Ladebildschirm haben. Jetzt müsst ihr einfach nur irgendeinem random Spieler in einem anderen Zielmodus nachjoinen. Die erste Meldung, die kommt, diese bestätigt ihr. Und die zweite Meldung lehnt ihr einfach nur ab. Dann drückt ihr jetzt die Optionstaste. Geht auf Online. Geht dann auf Criminal Enterprise Starter Pack. Wenn ihr dann dort seid, schließt ihr das Ganze ganz einfach wieder. Ihr seid dann in so einem verglitschten Bildschirm. Und jetzt wartet ihr einfach nur, bis ihr gestorben seid. Wenn ihr dann gespawnt seid wieder, sagt ihr eurem Freund, er soll sich in die Nähe eures MOCs begeben. Und ihr kommt dann auch zu eurem MOC. Seid ihr dann in eurem MOC, geht ihr einfach nur in den blauen Kreis und geht auf Alleine eintreten. Ihr werdet jetzt erneut einen unendlich langen schwarzen Ladebildschirm haben. Nun joint ihr wieder einer random Person im anderen Zielmodus nach. Die erste Meldung bestätigt ihr und die zweite Meldung lehnt ihr ab. Jetzt seid ihr auch schon unsichtbar. Wenn ihr jetzt unsichtbar seid, geht jetzt einfach nur in das Auto von eurem Freund und ihr werdet dann automatisch in eurem MOC sein. Und es war das Ganze. Das Fahrzeug gehört jetzt euch. Euer Freund besitzt selbstverständlich noch sein Fahrzeug. Ist wirklich ein mega einfacher Glitch. Macht ihn, solange er noch geht. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mit dem Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, natürlich auch mit einem Abo. Und wenn ihr richtig krass drauf seid, zeigt es mir, indem ihr die Glocke aktiviert. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.